Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute mal etwas anders. Ich wollte eigentlich ein Video machen mit Produkten, die mein Make-up verändert haben. Ich plane ja meine Videos immer recht weit im Voraus und weiß auch, wie ich die Videos ungefähr aufbauen möchte. Dieses Video wird eigentlich komplett anders, als ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Und deswegen würde ich gar nicht so viel Zeit verlieren wollen und direkt ins Video hüpfen. Ich sehe ein bisschen aus wie mein Opa mit dem gestrickten Polo. Shirt, ne? Ich hoffe, es geht euch gut, ihr süßen Mäuse. Mir geht's sehr, sehr gut. Irgendwie habe ich über die letzten Tage noch mal so ein bisschen Energie sammeln können, obwohl es eigentlich super stressig war. Ihr habt es gesehen, erst Paris, jetzt München und nächste Woche geht's weiter mit Brandenburg und Hamburg und Köln. Aber irgendwie gibt mir das im Moment so ein bisschen Kraft, weil ich wahrscheinlich durch die ganzen Baumaßnahmen hier im Haus irgendwie mich freue, auch mal was anderes zu sehen. Heute, ihr seht es schon, sehe ich schon ein bisschen anders aus, denn ich wollte euch so ein paar Geheimwaffen zeigen, die einfach mein Alltags-Make-up verändert haben. Ihr habt es mitbekommen, dass sich mein Make-up komplett geändert hat eigentlich in den letzten Jahren und ich war sehr schockiert über das, was ich gesehen habe. Ich habe neulich eine Sequenz gesucht, um diese Sequenz in ein anderes Video mit reinzukriegen und habe mich gesehen und dachte mir, Halleluja, was ist da denn passiert? Und deswegen zeige ich euch einfach ein paar Produkte, die für mich wirklich ganz besonders sind. Unter anderem sprechen wir auch einmal hierüber. Das ist nämlich die neue Foundation von Yepoda. Und eigentlich wollte ich damit nur eine kleine Produktplatzierung machen, euch sie zeigen, dass es sie jetzt gibt. Aber es wird dem Produkt nicht gerecht. Ich hatte ja jetzt schon einige Tage Zeit, sie ausgiebig zu testen. Wir müssen einfach mal drüber reden. Dazu aber gleich mehr. Wir starten mit dem ersten sehr offensichtlichen Teil. Ich glaube, dass viele... Ich sehe es immer in den Kommentaren. Maxim, was hast du mit den Augenringen gemacht? Nichts, außer sie abgedeckt. Ich glaube, der Unterschied ist ganz klar und ganz eindeutig. Das ist eine komplett ungeschminkte Seite und hier habe ich schon Color Corrector drauf. Ich habe aber ein Produkt für mich wiederentdeckt, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, warum ich es so lange nicht benutzt habe. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer den von Charlotte Tilbury benutzt habe. Den benutze ich auch immer noch sehr gerne. Im Moment hänge ich aber tatsächlich bei dem von Becker, beziehungsweise Becker und Smashbox. Ich habe ihn einmal in der Farbe Medium und einmal in der Farbe Light. Das funktioniert bei meiner Hautfarbe so eigentlich am besten, weil ich zwischen Light und Medium bin und meine Augenringe aber sehr dunkel sind und die Haut dann im Allgemeinen, jetzt ist sie gerade ein bisschen gerötet, aber im Allgemeinen doch etwas heller ist. Aber ich habe was Neues gefunden und zwar hat e.l.f. im Prinzip genau dasselbe Produkt rausgebracht, nur halt bei weitem günstiger und ich zeige euch das einmal. Ich nehme einen kleinen Pinsel und arbeite direkt auf dieser dunklen Stelle. Einfach nur hier und ich gehe niemals, komm mal ran, wir hüpfen gleich direkt in die Tipps mit rein. Ihr habt ja ein unteres Augenlid. Und da sind meistens diese Creases, diese Fältchen, wenn das in die Fältchen läuft. Und die spare ich aus. Gehe mit dem Produkt ganz vorsichtig nur hier runter. Hier unten kann man ruhig ein bisschen mehr auftragen und korrigiere das. Und lasse das kurz auf meiner Haut, bevor ich irgendetwas anderes mache. Das ist ein Produkt, was von der Viskosität her sehr, 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 sehr groß ist. Ich habe ja auch Fältchen, die sieht man halt nur meistens nicht, weil ich mittlerweile einfach diese Fältchen auslasse mit Produkt. Und wenn ihr etwas verblendet, kommt ihr automatisch da rein. Aber die Schicht, die dort drauf ist, ist einfach so viel weniger. Und ich glaube, ich habe einfach in den letzten Jahren gelernt, wie Make-up funktioniert. Wenn wir uns erinnern, die letzten Jahre, ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Tage, ich habe einfach das gemacht, was andere gemacht haben, was gerade auf YouTube passiert ist. Ne? Ich habe mein Make-up gelernt mit YouTube-Videos und mittlerweile weiß ich einfach, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, um es im Alltag zu tragen, weil unser aller Leben ist nicht auf einem Bildschirm, sondern in der Realität und wir interagieren mit echten Menschen und nicht mit Displays, die meisten zumindest. Und ich habe einfach festgestellt, dass mein Make-up viel, viel besser aussieht, wenn ich mein Gesicht schminke und nicht das Gesicht von anderen aus dem Display auf mein Gesicht packe. Und dafür funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Diesen Color Corrector setze ich mir einfach hier auf diese dunkle Stelle mit hin. Und was ich dann ganz gerne mache, ist, ich habe den auch in Fair Light von Becker und Smashbox. Es gibt den aber auch von e.l.f. Ne? Und der ist im Prinzip, es ist nahezu identisch. Von der Farbe her, der ist jetzt halt schon ein bisschen durchgerockt, nahezu identisch, hat diesen reflektierenden Teil mit drin. Und ich gehe damit einfach nur punktuell hier vorne hin und hier hinten. Und setze mir so zwei Lichtpunkte und das Gesamtergebnis wird schon viel, viel heller. Was man machen kann, ist hier, wenn man eine Tränenfurche hat, das hier einfach hinzusetzen, auf der Haut zu lassen, dass es warm wird und dann einfach
mit dem Schwamm ein bisschen rübergehen und ihr geht automatisch so ein bisschen auf die Fältchen rauf, habt aber bei weitem nicht so viel Produkt. Und damit mit dem Rest gehe ich hier punktuell unter die Augenbrauen. Ich gehe hier auf Unebenheiten, die ich kaschieren kann. Da könnt ihr auch einen Concealer benutzen. Aber ich möchte einfach, und das ist so krass, weil ich das nie verstanden habe und ich ärgere mich da wirklich drüber und entschuldige mich auch in aller Form bei euch, dass ich eigentlich auch immer nur viele YouTube-Tipps weitergegeben habe. Jetzt habe ich die Base schon mal so ein bisschen vorbereitet. Das sieht jetzt noch ein bisschen verrückt aus, das bleibt aber nicht so. Euer Make-up kann nur so gut sein wie eure Hautpflege. Ich habe jetzt schon ganz viel Hautpflege gemacht, möchte aber mit euch noch mal kurz über das Thema Lichtschutzfaktor sprechen. Ich weiß, viele kriegen da so eine Krawatte. Und wer mir jetzt in die Kommentare schreibt, dann habe ich keine Vitamin-D-Synthese. Das ist Quatsch. Aber ihr braucht einen Lichtschutzfaktor. Und ich fahre eigentlich immer sehr, sehr gut mit drei Stück, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Einmal das hier kennt ihr schon von L'Oreal. Revitalift Clinical Anti-UV Fluid Lichtschutzfaktor 50 ist bei mir am meisten benutzt. Nummer 2 ist dieser hier von Charlotte Tilbury. Ich habe kein vergleichbares Produkt gefunden, bis auf das nächste, was sehr, sehr ähnlich vom Aufbau ist. Das ist eigentlich ein Primer mit Lichtschutzfaktor, aber du kannst ihn so viel auftragen, dass du auch den Lichtschutzfaktor bekommst, ohne dass du das Problem bekommst, dass dein Make-up nicht mehr funktioniert. Sehr, 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 sehr gutes Produkt. Oder, und jetzt kommen wir zu Yepoda, den The SPF BFF. Es gab den mal in 30, jetzt gibt es den auch mittlerweile in 50. Und das Spannende bei dem ist, dass es ein mineralischer Lichtschutzfaktor ist. Das heißt, er hinterlässt so ein, wie so eine Schicht Deckkraft auf der Haut. Ich zeige euch das Ganze mal. So sieht das aus und du kannst das dann richtig schön dick, so wie du einen Lichtschutzfaktor auch auftragen sollst, auf deine Haut bringen. Das ist ein sehr, sehr glowy Lichtschutzfaktor, der ein richtig schönes Finish hinterlässt. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich viel Zeit in meine Pflege investiere und nicht so viel und nicht so hetze, aber gut mit den Händen einblende, dass das Make-up einfach viel, 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 viel schöner aussieht. Ihr seht jetzt im direkten Vergleich, er sieht jetzt noch kurz glänzend aus. Der fixiert sich auch so ein bisschen von selber, sodass er nicht mehr ganz so glänzend wird. Aber der gibt schon mal dieses durch dieses mineralische, diese leichte Deckkraft, will ich schon fast sagen, hinzu. Ähnlich wie dieser hier, sodass man dann am Ende auch nicht so viel Make-up braucht. Und das ist der ausschlaggebende Punkt. Wir benutzen viel zu viel Make-up. Ein Make-up ist, egal wie leicht es formuliert ist, eigentlich immer schwer. Und je mehr Pigmente damit drin sind und je mehr Füllstoffe damit drin sind, umso schwerer ist es auf der Haut. Und je texturierter eine Haut ist, seien es Fältchen, seien es Unebenheiten, desto schlimmer in Anführungszeichen sieht es im echten Leben aus. Ich kenne niemanden außer Mariah Carey und ich kenne sie nicht mal, die mit einer Softbox vor sich herläuft. Sowas hier. Deswegen blende ich euch gleich, bleibt also unbedingt dran, mein Make-up, was ich jetzt mache, dann nachher, nach 7 Stunden nochmal oder nach 8 Stunden nochmal im Tageslicht ein. Die Haut ist richtig, richtig gut vorbereitet. Ich kann euch, und das möchte ich noch gerne nochmal an dieser Stelle wiederholen, wow, was für ein Video heute. Mein Job ist es mittlerweile eher geworden, euch zu zeigen, was es gibt, zu zeigen, was für mich funktioniert, aber ich habe das gelernt, mich regt das so massiv auf, wenn vor allen Dingen Skinfluencer, also Influencer, die sich nur mit Hautpflege beschäftigen, mir vorschreiben sollen, was für meine Haut gut ist. Ich kann nur das teilen, was für meine Haut gut ist, aber ihr kennt eure Haut am allerbesten. Das heißt, ihr müsst Sachen auch selber ausprobieren. Ihr könnt Vergleiche ziehen, ihr könnt euch Informationen holen zu Produkten, aber ihr müsst einfach selbst herausfinden, was eure Haut braucht. Da kann euch auch kein Skinfluencer helfen. Aufklärung, was Inhaltsstoffe angeht, absolut. Aber lasst euch nicht sagen, was gut ist und was nicht gut ist für eure Haut. Ich habe den Sonnenschutz jetzt einmal aufgetragen und so sieht das Ganze natürlich schon sehr glowy aus. Ich möchte jetzt aber unbedingt nochmal hier rüber reden, weil die ist jetzt ganz neu und ihr kennt meine Meinung. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was Make-up angeht, was eigentlich von Brands kommt, die nicht so viel mit Make-up was zu tun haben. Aber nochmal andersrum, noch viel, viel schlimmer für mich, wenn Make-up-Brands mit Skincare rauskommen. Das ist für mich meistens immer ein rotes Tuch. Andersrum ist es aber ein bisschen was anderes. Und gerade hier passte das sehr gut und hat mich eigentlich nicht überrascht, dass Yepoda jetzt eine Cushion Foundation rausgebracht hat. Yepoda kennt ihr mittlerweile von mir und sie machen Korean Skincare und die Koreanerinnen sind dafür bekannt, dass sie einen ganz besonderen Look und eine ganz besondere Ästhetik in ihrem Make-up haben, was dafür sorgt, dass sie A, natürlich ein viel schöneres, frischeres Ergebnis haben, aber auch sehr viel frischer und
jugendlicher aussehen. So, und jetzt haben sie die Cushion Foundation mit rausgebracht. In 7 sehr flexiblen Farben, wo ich sehr beeindruckt war. Weil ihr wisst es, wie ich habe schon so oft gesagt, das ist einfach so verdammt teuer, jede Farbe neu zuzulassen. Du machst nicht nur ein Produkt und lässt es dann zu, ob es stabil und sicher ist, sondern du musst es für jede einzelne Farbe komplett neu machen. Sobald da nur ein Tropfen Blau mehr mit drin ist, komplett andere Formulierung, muss getestet werden. Und die Poda hat 7 Farben mit rausgebracht, die sehr flexibel sind, vor allen Dingen auch von sehr hell bis dunkel. Und das funktioniert sehr gut. Wir haben auch ganz viele Models dort gesehen und auch die ganzen Mitarbeiterinnen von Yepoda waren mit da, wo viele verschiedene Farben auch an den Mitarbeiterinnen getestet wurden. Und wir haben da wirklich eine große Bandbreite. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Preislich top. Ich habe mit deutlich mehr gerechnet. Ich dachte, dass wir hier bei 49 Euro liegen. Jetzt ist es, glaube ich, 34 Euro ohne Rabatt. Und wenn ihr nur den Refill kauft, dann glaube ich nur 29. Was für die Pflege, die da mit drin ist, einfach sehr besonders ist. Korean Skincare ist pflegebasiert und dann kommt ein bisschen Farbe mit rein. Und deswegen dachte ich auch, dass die Deckkraft hier super, super leicht wird und so ein bisschen wird. Turns out, ist es nicht. Wir haben einmal hier das Packaging. Packaging erstmal eine 10 von 10. Super schön, sieht sehr hochwertig aus und es ist refillable. Ihr habt auch dabei dieses kleine Schwämmchen. Das habe ich jetzt schon benutzt, deswegen ist es nicht mehr ganz so hübsch. Die Cushion Foundation wird so aufgetragen, dass du sie in pressenden Bewegungen auf die Haut drückst. Ich habe jetzt hier die Farbe 2. Die 1 hat bei mir auch funktioniert, da war sie dann ein bisschen hell und die 3 war eigentlich auch gut. Ich habe mich jetzt aber einfach mal für die 2 entschieden. Was ist das Besondere daran? Ihr habt hier, also die Grundformel ist halt Pflege und nicht wie bei Make-up Wasser, sondern wirklich Pflege. Aprikosenöl, wir haben Niacinamid mit drin, wir haben veganes Kollagen und, das wusste ich nicht, das fand ich ganz spannend, die meisten Korean Beauty Brands sind weder cruelty-free noch vegan. Yepoda ist das aber, ne? Also ganz klar vegan und cruelty-free, was sehr, sehr schwierig für Yepoda war, das auch in Korea produzieren zu lassen, weil sie einfach diese Standards dorthin gegeben haben und sie gesagt haben, oh, das ist was Neues für uns, auch die Shade Range. Die Farben, die Yepoda produziert hat, die gab es vorher nicht in Korea. Ich probiere es jetzt hier einmal mit dem Kissen zu zeigen. Ihr habt hier dieses Schwämmchen drin, es läuft aber nicht aus. Also du kannst es auch so hinstellen, das Produkt läuft nicht einfach raus. Wir gehen jetzt hier rein, das Schwämmchen saugt sich voll und dann einfach in tupfenden Bewegungen auf eurer Haut bringen. Und ihr habt erstmal so eine ganz milde, leichte Deckkraft. Aber ich finde, das ändert sich gleich. Ihr könnt die so gut aufbauen und habt diesen unglaublich schönen, meine Haut aber schöner Look. Ohne, dass man das Gefühl hat, ich habe eigentlich gar nichts aufgetragen. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr das Finish einmal sehen könnt. Was ich einmal ausprobiert habe, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, kann man natürlich ganz gut machen, ist, ihr könnt das Produkt natürlich auch mit einem Foundation Brush auftragen. Finde ich sogar fast für den Alltag noch ein bisschen, es geht einfach ein bisschen schneller als mit dem Kissen. Aber ihr habt einfach trotzdem die Kontrolle darüber. Und jetzt schaut euch das mal an. Meine Haut ist einfach perfektioniert. Ohne dieses, also ich habe gerade das Gefühl, dass ich probiere, das erste Mal eine Foundation zu beschreiben, aber ihr habt ja alle schon mal eine Foundation getragen. Ihr kennt ja den Look, den so eine Foundation hinterlässt. Es fühlt sich eher so ein bisschen an, als hätte Yepoda ein bisschen Pigment in ein Skincare-Serum, haben sie ja am Ende, ne? Es ist ja ein Skincare-Produkt mit Farbe, reingegeben und das zu einem so leichten Produkt gemacht. Die eigene Haut scheint immer noch durch. Aber sie ist halt perfektioniert. Hier die leichten Rötungen und hier haben wir direkt diesen aufgepolsterten Look. Ich war unglaublich skeptisch, was das angeht, weil ich gedacht habe, naja, okay. Ich schaue mir das mal an und wir probieren es mal aus. Aber als ich dann gesehen habe, wir hatten dort eine Masterclass, ich blende euch hier parallel auch mal ein paar Bilder ein. Wir hatten eine Masterclass von einem Make-up-Artist, der extra aus Korea gekommen ist, um uns auch diese Technik dahinter zu zeigen. Die Koreanerinnen sind sehr bedacht darauf, dass alles sehr gesund, sehr frisch und sehr glowy aussieht. Und er hat uns 3 Schritte mit auf den Weg gegeben. Double Cleansing, Feuchtigkeit spenden und Lichtschutzfaktor. Lichtschutzfaktor ganz, ganz klar. Und das Schöne ist, ihr habt hier einen Lichtschutzfaktor von 30 mit drin und ich wiederhole es ja, ich sage es jetzt einmal schon mit, wenn ihr müsst sie nicht mit Puder fixieren, ihr könnt, aber ihr müsst nicht, könnt ihr einfach die in eure Tasche packen und dann im Laufe des Tages einfach noch mal ein bisschen rübergehen und ihr könnt den Lichtschutzfaktor wieder so ein bisschen aufrechterhalten. Ich mache jetzt mal schnell die andere Seite, dass ihr das Ganze sehen könnt. Rötung
ausgeglichen. Hier geht es nicht darum, ein Full-Coverage-Ergebnis zu erzielen. Das ist so ein Produkt, das würde ich tragen an Tagen, wo ich kein Make-up tragen will, weil das sich halt einfach nicht wie Make-up anfühlt und auch vor allen Dingen nicht wie Make-up verhält. Ich will jetzt mal ein bisschen hier zu Potte kommen. Ne? Ich quatsche seit 20 Minuten. Es gibt Tage, da möchte ich kein Make-up tragen. Ich möchte aber, dass meine Haut einfach ein bisschen ausgeglichen ist. Und ihr seht es, es sieht jetzt schon sehr ausgeglichen aus und ich habe noch keinen Concealer drauf. Das mache ich jetzt gleich, dass ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Es ist natürlich glowy. Ich mag das total gerne und das ist auch das Produkt heißt The Dewy Day. Das soll dewy sein. Ihr könnt es aber mit Puder fixieren, gar kein Problem. Das zeige ich euch am Ende des Videos, wie das dann aussieht. Ihr könnt das Produkt immer weiter aufbauen und einfach diesen frischen Look haben. Ich drehe mal das Spitzenlicht hier weg, dass ihr das auf der Haut seht, dass es nicht ganz so krass glänzend ist. Ich meine, ihr seht jetzt hier, das ist die Leuchte vor mir. Draußen sieht das nochmal ganz anders aus. Und sobald das eingezogen ist, das arbeitet ja mit eurer Haut, ist es einfach so, du hast ja eigentlich gar nichts im Gesicht, aber woher hast du deine schöne Haut her? Ich mache jetzt mal mein Make-up kurz fertig und zeige euch gleich mal das fertige Ergebnis und dann gehen wir in den Langzeittest. Ich würde jetzt einfach so rausgehen. Okay, ich habe das Ganze mal ein bisschen aufgefresht mit ein bisschen Concealer, habe noch ein bisschen Bronzer aufgegeben und muss sagen, das ist natürlich jetzt noch sehr, sehr glowy. Ich lasse es aber heute einmal so, einfach um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, wenn man es sehr glowy tragen möchte. Für mich wäre das jetzt in Ordnung so. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen Puder unter die Augen machen. Da mag ich es nämlich nicht glowy haben. Und auch hier so ganz leicht im T-Zone-Bereich, aber mehr halt auch nicht. Und habe ein super, super frisches Ergebnis. Sehr gesund, sehr strahlend. Ich lasse es jetzt so, damit ihr seht, wie es aussieht, wenn man es nicht fixiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Produkt ist, was mir gefehlt hat, um einfach diese Lücke zwischen, eigentlich habe ich keine Lust auf wirklich Make-up, aber fühle mich auch so, als hätte ich irgendwie so ein bisschen was, als bräuchte ich so ein bisschen was im Gesicht. Und das schließt für mich gerade schon so ein bisschen die Lücke. Wir gehen jetzt mal kurz in den Langzeittest, ihr süßen Mäuse. Und dann seht ihr, wie das Make-up in 7-8 Stunden aussieht. Okay, mittlerweile sind einige Stunden vergangen und ich wollte euch das Ergebnis noch mal kurz zeigen. Ganz klar, wir haben keinerlei Puder benutzt. Das bedeutet natürlich, dass das Make-up auch so ein bisschen glänzender bleibt. Nicht unbedingt wird, weil es war ja die ganze Zeit glänzend. Aber was ist der Vorteil davon, wenn wir nicht direkt Puder benutzen? Ich habe euch ja eben gesagt, dass ich manchmal so zwei verschiedene Wege habe, wie ich den abpuder. Entweder ich probiere es wirklich hinauszuzögern oder ich probiere ganz wenig Puder zu benutzen und nur punktuell da, wo ich mehr Puder benutzen kann, auch mehr zu benutzen, wie unter den Augen. So eine Cushion Foundation ist natürlich dafür konzipiert, dass sie sehr glowy ist, dass sie sehr, sehr glänzend ist, dass es so aussieht wie dieses Glass Skin. Das ist ein Trend aus Korea und der für dieses jugendliche Gefühl sorgen soll und auch diesen jugendlichen Look natürlich sorgen soll. Ich weiß aber, und ihr kennt mich, dass es, ich mag es zwar glowy, aber manchmal fixiere ich doch ganz gerne, weswegen wir jetzt nach 8 Stunden das Ganze nochmal kurz fixieren, damit ihr auch so nochmal das Ergebnis seht. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, ja nur das Produkt einmal zeigen, mit euch besprechen, aber ich glaube, es wird dem Produkt nicht gerecht, weil das nochmal was anderes ist. Ihr kennt meine Meinung, ich habe es vorhin auch schon gesagt, wenn Make-up-Brands mit Skincare rauskommen, finde ich es immer ein bisschen schwierig, aber wenn Skincare-Brands mit Make-up rauskommen und hier passt das halt eigentlich ziemlich gut, weil Korean Beauty, Korean Skincare sehr stark auf diesen Hautfokus ist. Ne, es ist alles so leicht, es ist alles so frisch. Das ist eine Foundation, wo ich sage, die würde ich auch benutzen, wenn ich kein Make-up tragen möchte. Du kannst sie natürlich ganz leicht benutzen. Du kannst sie mehr aufbauen. Und ich hatte ja jetzt schon einige Tage Zeit, das Produkt zu testen. Ich muss sagen, es hat mir wirklich gut gefallen. Und ich habe auch eine Feststellung machen können. In dem Moment, wo ich weniger Puder benutze und vor allen Dingen, wo ich dieses Produkt benutzt habe, ist meine Haut am Ende des Tages nicht so mitgenommen, wie wenn ich eine sehr deckende Foundation benutze oder eine sehr matte Foundation. Oder gerade wenn ihr vielleicht etwas ausprobieren wollt, um so ein bisschen weniger zu tragen, dann ist das vielleicht genau das Produkt, wo ich sagen kann, okay, das ist es. Weswegen ich mich einfach jetzt nochmal rumentschieden habe, das in ein komplettes Video zu machen. Wir fixieren das Ganze jetzt aber nochmal ganz, ganz schnell mit einem gepressten Puder und auch nicht viel. Punktuell hier rüber gehen und ihr seht sofort, wie der Glanz verschwindet. Das Schöne ist aber, durch die Pflege, die da mit drin ist, bleibt es ja nicht lange so super, super trocken auf der Haut. Gestern auch nochmal als kleine Review. Ich habe das Produkt morgens am Donnerstag bin ich zurückgekommen. Am Donnerstag morgens um
7 Uhr aufgetragen und war um 17 Uhr zu Hause und ich hatte das auch nicht fixiert. Das sah am Ende des Tages immer sehr, sehr gut aus. Und der Vorteil ist ja, und ne, wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, wie so ein Produkt konzipiert ist. Das Produkt ist so konzipiert, dass du im Laufe des Tages auch einfach nochmal rübergehst und ein bisschen korrigieren kannst. Musst du aber nicht, wenn du das Ganze nicht möchtest. Mir hat das Ganze sehr gut gefallen und ich hoffe, dass ich euch damit auch so ein bisschen einfach nochmal ein bisschen mehr Input geben kann als nur ein kurzes Reel oder so, weil ich glaube, dass dem Produkt absolut nicht gerecht gewesen wäre, weil es doch einfach mal was ganz anderes ist und in Deutschland so, wie ich weiß, auch nicht so einfach zu kriegen ist. Deswegen schaut einfach gerne mal in die Infobox vorbei, probiert es aus. Ich werde mir das Ganze nochmal in der 1 und in der 3 bestellen, weil ich einfach mit der 2 vielleicht, es passt. Deswegen schaut gerne einmal in der Infobox vorbei, ihr süßen Mäuse, und habt einen zauberhaften Tag.